Servus. Und zwar waren ja die Haare voller Kaffeepulver. Die habe ich dann in die Waschmaschine reingehauen. Und ja, jetzt sind die halt ausgewaschen aus. Ja, da braucht es auf jeden Fall eine Trockenrasur. Moment. Die Haarschneidevibration war nach einigen Sekunden unerträglich. Deswegen habe ich beschlossen, Musik einzufügen. Werde ich auf jeden Fall erstmal eine Weile die Frisur hier tragen. Kann sein, dass meine Stimmung bald wieder orange ist. Da werden sie wieder orange gefärbt. Aber ich wollte jetzt mal einen neuen Look ausprobieren. Ich denke mal, es sieht ganz fetzig aus. Grüß dich, Sven. Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, Lehmsteine zu verschenken. Ja, ich sehe, dass die Lehmsteine eine Mauer bilden. Ja, sozusagen, die sind im Fachwerk drin, ja. Okay, sehr schön. Kann ich da einfach vorbeikommen und mit meinem Hammer wild drauf einschlagen? So, ja. Ich habe sehr viel Frust in mir. Und ich würde gern die komplette Lehmmauer Und dann auch mitnehmen. eintrümmern. Nee. Okay. Nee, ich brauche keinen, der mir die eintrümmert. Nee, ich würde ein Video machen. Und das auf Bitte? meinem Kanal hochladen, dem Schänderwerk-Kanal. Es ist zwar kein Kanal, sondern nur ein Videoformat, aber es ist ja fast dasselbe. Och, nee, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Die sollten eigentlich abgeholt werden. Die sollen ja wegkommen. Weil das rausmachen, das wäre jetzt kein Problem. Die sollen ja weg. Es geht ja ausschließlich um meine Bedürfnisse. Gut, die sind mir ziemlich egal. Wenigstens sind sie ehrlich. Ja, ist halt so. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Naja, bin froh, dass man auch mal so ein Gespräch auf einer vernünftigen kommunikativen Ebene abwickeln kann und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Guten Tag. Guten Abend, ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige. Verkäufer, Kassiererin, Edeka, 10 Euro, 4 Tage die Woche, männlich oder weiblich? Da sind wir auf der Suche, ganz genau. Also wir selbst sind eine Arbeitsvermittlung, also keine Zeitarbeitsfirma, das sind wir nicht. Wir stellen Sie nicht selbst an, sondern vermitteln Sie weiter und suchen dort im Kundenauftrag eines Edeka-Marktes, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Okay. Die Vermittlung ist für Sie auch kostenfrei, also wir benötigen da nicht zwingend Ja, einen. ist alles Schnuppe. Mir geht es nur darum, ich trage halt ausschließlich Latex
Und da wollte ich mal fragen, ob das jetzt in der Branche ein Problem wäre. Wie meinen Sie das? Na, ich trage 24/7 den Latexanzug seit mehreren Wochen. Ich habe da mittlerweile auch gar nicht mehr die Möglichkeit, aus dem Anzug rauszukommen, weil irgendwann, ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Ich kann Sie da persönlich überzeugen, aber da weiß ich ja nie, wie das jetzt aussieht. Also kann ich da die Edeka-Kleidung darüber tragen, allerdings rieche ich mittlerweile auch sehr stark nach Latex und Warum ziehen Sie Schweiß. das denn nicht aus? Wie bitte? Warum ziehen Sie den denn nicht aus? Es geht nicht. Ich trage den seit mehreren Wochen. No, dann müssen Sie ihn aufschneiden. Oder was ist Ihre Absicht mit dem Latexanzug? Nee, das wäre eine Option, ja. Also wenn Sie interessiert sind, dann schicken Sie eine Bewerbung, ansonsten halt nicht, ne? Okay, gut. Alles Gute, ciao. Danke, ciao. Ja, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Globus Mittelgroß. Ja, No. wollen Sie den? Ja, Ja? der ist noch da, ja, der ist da, den können Sie abholen. Man nennt mich in Fachkreisen den Erdferkelwanderer. Und zwar habe ich als Haustier einen Erdferkel. Und ja, ich habe quasi eine Weltreise geplant, deswegen bräuchte ich den Globus, damit ich halt den Weg, den ich beschreiten möchte, in dem Globus direkt einzeichnen kann. Und ist der Globus zu öffnen? Weil da würde ich gerne meinen Erdferkel drin lagern. Nein, der Beziehungsweise. ist nicht zu öffnen. Hm? Der ist nicht zu öffnen. Okay, also Einfach ich nur ein muss mal gucken. klassischer Globus. Hier ist doch aber in der Mitte so ein Strich. Vielleicht, die können Sie aufsägen, wirklich mal. Aufsägen, das kriege ich hin. Da habe ich ja das passende Werkzeug. Ja, können Sie gerne abholen. Schreiben Sie mir eine kurze Nachricht, weil ich nämlich unterwegs bin gerade Na, noch. wollen Sie nicht mit auf die Weltreise? Ich versuche noch ein paar Mandanten zusammenzutrommeln. Ich habe schon genug Weltreisen gemacht, danke. Ja, na dann war es der richtige Zeitpunkt. Ich denke mal, jetzt wird es wegen Corona ein paar Umstände geben, aber das Erdferkel wird Ja, mir immer den. schreiben Sie mir eine Nachricht, Aber ob das Sie mir Erdferkel, Kleinanzeigen, können Sie mir weil bitte. mein Es Akku nicht gleich alle ist ist. relevant. Ja, da. Einfach aufgelegt! Guten Abend, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige. Dem Gartenhäcksler. Bitte erschrecken Sie mich nicht so. Es ist ein schwieriges Thema. Also ich hätte quasi meine alte Frisur zu häckseln. Da wollte ich mal gucken, ob das da möglich wäre. Nicht, dass es sich irgendwie verfängt oder so bei Ihnen im Häcksler. Was wollen Sie häckseln? Meine ehemalige Frisur, sie ist rot. Die ist bereits in meiner Hand, also sie befindet sich nicht mehr auf meinem Kopf. Na, ich würde sie bezahlen, dass ich meine Frisur bei ihnen häckseln darf und dann würde ich wieder verschwinden. Das verstehe ich zwar nicht ganz, aber Ich also habe ich meine, wirklich meine alte Frisur in meiner Hand. Es ist das klappt quasi nicht. ein Afro. Und den habe ich in die Waschmaschine getan, weil da Kaffeepulver drin war in Massen. Und jetzt ist der Afro aber so ausgewaschen, dass er nicht mehr so flauschig ist. Und da habe ich mir halt abrasiert und jetzt würde ich den gern häckseln für ein Videoprojekt. Empfehlen, das einfach in den Müll zu schmeißen. Nee. Nicht so gut? Na nee. Doch nie in Zeiten wie diesen. Es gibt ja noch mehr Häcksler. Naja, ich guck mal. Also erklären Sie sich nicht bereit. Okay. Das sehe ich keinen Sinn drin. Na, der Sinn wäre, dass Sie dafür Geld bekommen. Nein, das
Das ist schon sehr witzig. Witzig ist es schon. Kann ich Sie wirklich nicht überzeugen? Es ist wirklich. Nein, ich glaube nicht. Glaub nicht. In dem Afro stecken sehr viele Erinnerungen. Sehr viele Bilder wurden damit gemacht, Designs kreiert vom heutigen Rufus. Das ist. Aha. Ja, ich habe sehr viel mit ihm mitgemacht, ja. Naja, dann lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Ach Mensch. Ja? Ich muss ehrlich sagen, das ist. Ich. Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Laufsauger. Ja? Ja. Ja, und? Naja, das Problem ist halt, ich wurde vor 3,5 Stunden von schlecht gelaunten Gartenarbeitern dazu gezwungen, eine gewisse Menge an Laub zu verspeisen, weil ich mich heute früh beschwert habe, dass die hier so laut machen. Und ja, jetzt müsste ich das Zeug wieder aus mir heraussaugen. Und da dachte ich, ich rufe bei Ihnen an. Ach so. Aha. Ich habe ja zu verkaufen, ne? Ich muss lediglich das Laub aus meinem Körper herausbekommen. Aus dem Körper? Na, wie gesagt, die haben gezwungen, mich das ganze Laub zu verspeisen, weil die haben heute früh so laut gemacht, da bin ich runter und habe die zusammengeschrien, aber die waren zu fünft. Ah ja. Aber dafür sind nicht geeignet. Das bezweifle ich. Verstehe ich jetzt nicht, wie das gehen soll, mit dem elektrischen Laubsauger Laub aus dem Körper rauszusaugen. Ich habe doch Körperöffnungen. Ah ja, okay. Ist das jetzt nicht ein Scherzanruf? Nee. Nee, okay. Ich glaube, dann beenden wir das Gespräch. Also, wenn es ein Scherzanruf wäre, dann würden Sie es jetzt weiterführen? Nee, überhaupt nicht, nein. Also das Gespräch mit... Okay. Ich habe was zu verkaufen, wie gesagt. Aber und ich bin in einer Notlage. In einer Notlage? Bevor und das Laub unten aus mir rauskommt, will ich es ja oben herausgesaugt bekommen. Weil ich habe wirklich... Ich glaube, der Körper verträgt Laub nicht so gut. Das mit Sicherheit nicht, ne? Aber wie gesagt, da will ich mal zum Arzt gehen. Zum Arzt? Ja, ein Arzt, ja. Ich wollte es erstmal auf eigene Faust probieren. Bisschen risikoreich, ne? Ach wohl, ich lebe im Risiko. Naja, okay. Ja gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Erfolg mit meinem anderen Laubsauger, ja? Ach Mensch, naja, Sie waren trotzdem ein sehr einfühlsamer Abschluss der eBay-Kleinanzeigenfolge. Okay, alles klar. Jo. Noch ein paar letzte Worte? Naja, können Sie die Folge bitte angemessen beenden? Geben Sie den Leuten noch was auf den Weg? Ja, also ich kann nur empfehlen, sich vom Laub fernzuhalten und sich kein Laub in den Körper reinstopfen zu lassen. Ich liebe Sie. Okay, gut. Ja, machen Sie es gut, ich habe Sie wirklich lieb. Sie haben einen Platz in meinem Herzen. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.